So. Sehe ich hier auch der Tod rum? Kann ich mal einer wegräumen? Also ich finde, das Bauen läuft hier wirklich noch so ein bisschen sehr, sehr, sehr träge. Also im Gesamten passiert hier ziemlich wenig. Oh mein Gott, ein Bär. So. Bär zerlegt. Kein Problem. Ich bin da. Ich passe doch auf mein Leute auf, ne? Hier. Kann ich dem eigentlich eine Baupriorität geben? Change Priority. Oh. Nice. Dem kann ich ganz, ganz hohe Priorität geben. Das ist natürlich ganz cool. Verblutest du gerade? Schaffst du schon. Nehmen wir mal die zweite höchste Priorität. Ich will jetzt als erstes mal diesen Lumberjack wieder aufbauen. Damit wir auch wieder Holzproduktion haben. Jetzt wird das hier nichts. Der Lumberjack ist noch da. Ich weiß nicht, was der... Was die alle, warum die so zutiefst unzufrieden sind. Die haben Essen, die haben eigentlich alles, denen fehlt nur die Kirsche. Das ist meiner Meinung nach kein Grund, die Zufriedenheit wirklich nach ganz unten zu schlagen. Also das kann eigentlich nicht sein. Natürlich hier der Kirsche auch nochmal eine Priorität zuteilen. So. Aber es sind schon gar nicht mehr so viel Unzufriedene hier. Das finde ich schön. Wir müssen aufpassen, mal ganz länger ist jetzt obdachlos. Nicht, dass der unzufrieden wird. Also, guck mal, 1, 2, 3, 4. Ich habe 4 Häuser hier stehen. Kann eigentlich... Können eigentlich bei 9 Leuten gar nicht so viel Obdachlose geben. Ach, das Ding ist noch nicht fertig gebaut. Scheiße, deswegen. Okay. Mir fehlt noch ein Stein. Na, Leute, mach doch mal dieses Haus hier fertig jetzt. Das kann ja wohl nicht sein. Was ist denn jetzt hier? Ach, die wieder. Mir doch egal. Kommt nur her. Was? Ich glaube, es hackt.
Ich habe denen zwar eine Waffe gegeben, aber es scheint nicht zu interessieren. Ja, wenn du ragen willst, dann rage gegen die. Also man kann denen zwar sagen, gib denen eine Waffe, aber... Die müssen sich wahrscheinlich schon erst irgendwo eine holen. Der kommt wohl auch nicht so weit. Ja. So. Der Ratsch mit seinem Pferd auf und davon. Der Mann hat sich ergeben. Ist mir egal. Ah, der verlässt einfach nur die Stadt. Das ist okay. So, Wasser hätte ich, dass mir dieses Haus irgendwie mal löscht oder so. Vielleicht mal können wir hier irgendwie. Ach, es gibt keine Labore mehr. Gut, ohne Labore löscht auch keiner. Verstehe ich. Warum auch? Der liegt da draußen am Feuer und chillt. Okay. Vielleicht Coltrum, will den nicht jemand mitnehmen? Du, willst du nicht hier den Colt irgendwie mit einsammeln? Mal. Nö, der tropft lieber mit Blut alles voll hier. So, der kommt jetzt mal mit Wasser und löscht mal. Na, wenigstens einer, der hier irgendwie mal so ein bisschen was hier schissen kriegt. Ist ja ein Traum. Wow, hat ja viel geholfen. Gut, ja. Ich finde es also bisher an sich, muss ich sagen, ist eigentlich schon ein ganz süßes Spiel so. Ich. Ja, danke. Ich finde es noch nicht so ganz endgültig ausgereift. Kann sich jetzt irgendjemand hier diesen Colt nehmen? Ah ne, macht schon jemand. Okay. Ich finde es noch nicht so ganz gänzlich ausgereift, weil ich immer noch. Also, mein Hauptproblem, sag ich mal so, sehe ich im Moment noch in diesen Häusern hier. In diesen großen Häusern, die. Man sieht ja hier, ist die Baustellen, die stehen jetzt auch schon eine ganze Weile und es passiert nichts. Die Leute sind nicht da, die es bauen können. Die sind lieber irgendwo unzufrieden. Und es kann halt nicht sein, dass in einem so großen Haus, dass da einfach nur zwei Leute drin unterkommen und gut ist. Weil vielleicht ist es auch irgendwo. Realistisch, ich weiß es nicht. Ich meine, letztendlich, wenn man sich das hier so anguckt, sind die Häuser eigentlich so groß gar nicht. Was? Ich halte es für ein bisschen schwierig und vor allem, es ist ein bisschen. Ich weiß nicht, ein bisschen zu viel. Schlag auf Schlag alles und viel zu früh, viel zu viel. Unzufriedenheit, ich nehme auf jeden Fall mit auf. Herzlich willkommen, wenn mein neuen Kerl hier aufräumt. Und ich sage, die ist auch hier, die Baustellen, die liegen jetzt schon seit Ewigkeiten hier und es passiert einfach nichts.
Es ist ein bisschen. Es ist ein bisschen schwierig. Auch, dass man gewisse Gebäude hier erst freischalten muss. Da gerade so ein Brunnen zum Beispiel, es geht einem das Wasser aus und dann. Na gut, es ist jetzt natürlich auch das erste Mal, dass ich das Spiel mit ein bisschen mehr Übung. Klappt das vielleicht auch ein bisschen besser? Ich meine, noch ist mein Dorf. Es hat ein bisschen Startschwierigkeiten, ja, aber es ist noch nicht gänzlich ruiniert. So, der Lumberjack wird jetzt wieder aufgebaut, auch wenn mein Ur-Lumberjack mein Dorf verlassen hat. Er ist gone. Was ich noch nicht ganz rausgefunden habe, ist, wie man sich hier so seine eigene Grenze erweitern könnte irgendwann einmal. Hier hinten ist jetzt ziemliche Sauerei passiert. Ah, gut. Also, mach das mal aus hier. So. Aber es dauert halt echt schon ziemlich lange, bis hier endlich mal ein Haus steht. In der Zeit hat man schon irgendwie so ein bisschen das Gefühl, haben wir einem alles weggefressen und weggesoffen und sind wieder nur am Rumheulen. Also die Unzufriedenheit, die geht ja sehr, sehr schnell runter und finde ich teilweise ein bisschen, ja, ungerechtfertigt. Ich meine, bei dem ist jetzt hier alles grün. Und hier steht auch, hier sieht man auch wieder so Pfeile durchdüsen. Bei dem geht die Zufriedenheit auch runter, obwohl er eigentlich alles hat. Bis auf diese dämliche Kirche. Weiß ich nicht. Wenn man auch die Kirche erst mit 12 Pionieren bauen kann, das dauert erstmal ewig, bis man 12 hat. Und dann sind einfach von Grund auf schon mal unzufrieden. Finde ich schwierig, aber ist vielleicht auch Übungssache. Ist ja wie gesagt das erste Mal. Das ist allerdings die Steuerung. Da müssen sie auf jeden Fall noch dran arbeiten. Dass man teilweise immer 5-mal klicken muss, bevor er reagiert. Hier kannst du. Ja, dass er zwischenzeitlich dann immer irgendwas anderes macht. Irgendwo ganz anders reagiert, als da, wo man eigentlich hinklickt. Und so Sachen, da müssen sie noch ein bisschen dran arbeiten, aber ich sag mal, Fazit bisher, jetzt so nach 1,5 Stunden, würde ich sagen, ist soweit schon mal ganz nett, kann ganz witzig werden, ist ganz hübsch gemacht. Wird vielleicht auch irgendwie noch spannender, interessanter, wenn man mal so ein bisschen weiter ist. Der Start ist schwierig. Der ist zugegeben ein bisschen kompliziert. Dann kommen hier auch noch Banditen und machen mir wieder alles kaputt und so. Und das ist jetzt hier wieder. Ja. Muss ich auch hochpriorisieren, damit ich meinen Stein wieder habe. Ja, mal gucken. Also bisher macht mir Banish noch mehr Spaß als das. Aber ich werde es jetzt mal noch nicht aufgeben. Ich mache jetzt für heute erstmal ein Cut, vielleicht speichern wir auch gerade mal. Autosave, Autosave. So. Speichern das mal hier, Suicide Village. Die Deppen. So, es ist. Ja, Sonntagmittag. Weißt du Bescheid. So, genau. Und dann gucken wir einfach mal beim nächsten Mal nochmal weiter. Ich muss jetzt für mich erstmal entscheiden, mache ich das Ganze jetzt hier als Let's Play? Mache ich das Ganze als Freitags-Special? Wobei. Freitagsspecial läuft das und Banished immer mal wieder zwischendurch. Das sind zwei ähnliche Spiele in dem Bereich. Vielleicht haue ich es einfach als Let's Play raus. Mal gucken. Das wird, je nachdem, wie das jetzt weitergeht, kein ewig langes werden. Aber das macht ja nichts. Das kann ja auch in der Kürze liegt auch mal die Würze. Na, auf jeden Fall sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ein freundliches, sagt man im Westen, keine Ahnung. Indianer, Servus.